Wurzelquadrat ziehen, Bruchmal geteilt. Mathe! Oh, fink dich, Alter, ich kapier's nicht, Mann! Herr Milchsack, ich seh bei mir der echte Probleme. Ich verstehe nichts, wenn ich mir die Nummer 16 durchlese. Wie war das noch einmal mit rausfinden von Unbekannten? Ich glaube, für mich müssen sie noch einmal bei Null anfangen. Denn seit der 5. hab ich nicht mehr wirklich aufgepasst, weil ich mich sehr früh fragte: Alter, wofür brauchst du das? Und ich will ihnen jetzt sicher nicht ans Bein pissen. Aber Mathe ist kein bisschen Allgemeinwissen. Denn wofür brauch ich Polynomdivision? Ich werde das nie verstehen, sie müssen es sowieso wiederholen. Also, was hab ich in diesem Kurs hier noch verloren? Ich verstehe nur X zwischen all den Wurzeln und Vektoren. Und was labert ihr bitte über ein Teilverhältnis der Grade? Ich dachte, Englisch sei hier meine zweite Fremdsprache. Sorry, doch hier drinne fühle ich mich wie ein Ausländer. Fungiert hier irgendwo ein Mathehirn als Hauptspender? Lieber Herr Micha, können Sie mir da nicht weiterhelfen? Jede Doppelstunde hocke ich hier und kann nur Eier shaken. Langsam hab ich das Gefühl, ich tue hier meine Zeit verschwenden. Ich würde mir ja lieben gerne auch mal eine Dreier kämpfen. Doch ich hab von keinem Wort einen Plan. Egal ob lineare Algebra, ob orthogonal. Egal ob Scharen von Kurven und all den tausend Sachen. Deswegen mach ich verdammt nochmal auch keine Hausaufgaben. Jetzt verstanden? Sie brauchen gar nicht so ironisch zu fragen. Sie wissen ganz genau, dass ich sie sowieso nicht mit habe. Schade. Mathe, was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenne deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe, ich weiß, wir beide mögen uns nicht, aber gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Mathe, was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenne deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe, ich weiß, wir beide mögen uns nicht, aber gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Mal im Ernst, wofür lerne ich all die Zahlkombinationen? Brauche ich Mathe, um mir irgendwann eine Zahnbürste zu holen? Nein. Wo muss ich Mathe in meinem Alltag bitte schon verwenden? Ich muss nicht die Koordinaten von meiner Wohnung kennen. Und ich brauche auch keine Gleichungen zu lösen. Bitte gib mir keine 6, ich mein's ja eigentlich nicht böse. Nein. Ich versuche nur zu verstehen, wofür ich das einmal brauche. Immerhin öffnet mir Mathe nur die Tür raus zu der Pause. Du musst lernen und dann schaffst du's, doch so wird das nix. Wir wissen beide ganz genau, dass das eine Lüge ist. Ich werd das nie kapieren, egal wie lange ich lerne. Da vertreib ich meine Zeit lieber als Barkeeper in Bern. Also? Rechne alleine, ich hab keine Lust auf diese Schule. Das Leben ist ein Auf und Ab wie eine Sinuskurve. Alter, kannst du mich damit mal verschonen? Du könntest mich mal für mein Engagement ein bisschen belohnen. Ja. Lieber Herr Milchsack, ich weiß, Sie sind jetzt traurig. Aber ich find Mathe scheiße und ich brauch's nicht. Mathe, was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenn deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe, ich weiß, wir beide mögen uns nicht, aber gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Mathe, was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenn deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe, ich weiß, wir beide mögen uns nicht, aber gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Herr Milchsack, das, was Sie da an die Tafel geschrieben haben, das sagt mir gar nichts. Also wirklich gar nichts, ohne Scheiß. Jared, sagt dir das echt gar nichts? Überleg mal, Mathe spricht in Formeln. Was für Sprechen, Alter, der soll mal Deutsch lernen, Junge!